Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich wurde früher wirklich oft einfach abgezogen. Viel zu oft. Und das immer von YouTubern. Denn ich habe vor einigen Jahren, mit 13 oder so, immer für YouTuber solche Intros und Kanalbanner erstellt und für echt Geld verkauft. Zumindest war das der Plan. Manchmal lief es aber ganz anders. Und irgendwann, als ich mal auf einem kleinen Minecraft-Server gespielt habe, gab es da so einen Typ mit dem YouTuber-Rang. Ein Statussymbol. Oh mein Gott, nennen wir ihn Mark. Es gab einen Minecraft-Server, wo es YouTuber-Rang gab? Cool, erkennst du gleich alle. Krass. Wäre nicht so cool, oder? Weil ich ihn nicht mag. Früher mochte ich ihn aber. Oh, ich habe halt einige Runden mit ihm gespielt und irgendwann hatte er gefragt, ob jemand ihm Thumbnails und einen Kanalbanner für Geld designen könnte. Und ich dachte mir, ich mag Geld und ich kann designen. Wer mag denn kein Geld? Wir haben uns dann auf Skype geaddet und Mark hat gesagt, hey, du machst echt coolen Stuff. Ich würde dir für 3 Thumbnails und einen Banner 10 Euro als PaySafe-Guthabenkarte geben. Und ich war hyped. Ich meine, das sind 100 Center-Shocks. Und ich... Gut, okay, da würde ich auch jetzt nicht gerade was Krasses zaubern. 100 Center-Shocks, okay, das ist geil. Ich konnte bisher sonst eh fast nie was verkaufen. Also meinte ich, klar. Und wie machen wir das mit dem Geld? Ich gebe dir auch morgen das Geld. Versprochen. Also lief alles erstmal recht gut. Am nächsten... Nie PaySafe-Cards, Alter, nie. Die kann doch, wenn du die nicht sofort verwendest, dann kann der dir die gegeben hat, sofort benutzen. Und dann hast du halt die Arschkarte. Beweis dann erstmal, dass du sie nicht benutzt hast. Er ist immer bescheuert. Nächsten Tag war ich dann schon mit allem fertig. Darf ich zuerst die Designs sehen? Eigentlich ist das sicherste hier Überweisung. Aber dann musst du die Kontodaten rausrücken, ist auch blöd. PayPal, okay, könnte man vielleicht mit Käuferschutz, weiß nicht. Bevor wir das mit dem Geld machen. Und das war der erste von vielen Fehlern. Denn weil ich so stolz auf meine Designs war, habe ich sie ihm einfach direkt gezeigt. Aber er hat's geliebt. Wow, okay, das sieht echt viel zu nice aus. Heftig. Danke. Und was ist mit dem Geld? Ja, sorry, konnte mir heute keine Passive-Karte irgendwie holen. Tut mir leid. Aber ich gebe sie dir morgen. Und weil ich mein Versprechen nicht halten konnte, mache ich sogar 15 Euro draus. 5 Euro mehr. Da fängt schon an, komisch zu werden bei sowas. Würde er ja nicht 5 Euro drauflegen. Zweiter Fehler. Am nächsten Tag war dann Zahltag. Und ich habe dann nochmal gefragt. Hast du jetzt die 15 Euro? Und er hat geantwortet. Also, ich meinte ja 15 Euro. Ja? Also, ich habe sie nicht. Aber ich habe mir nämlich überlegt, vielleicht könntest du mir noch ein Intro machen und dann lege ich morgen noch 10 Euro drauf. Also 25... Ich hätte schon mal erstmal gesagt, nein. Erstmal möchte ich das haben, was du mir noch schuldest, bevor ich hier nochmal investiere. 20 Euro. Zeit. Was? Warte, bist du dir sicher? Ja, ja, versprochen nein. Sogar. Und ich hatte da schon große Zweifel. Vor allem, weil ich früher schon einige Male gescampt wurde. Zum Beispiel von einem YouTuber. Ich hoffe, der YouTuber sieht das gerade und fühlt sich richtig scheiße. Mit über 1 Million Abonnenten. Warum werden am Ende solche Leute eigentlich immer so erfolgreich? Naja, ich habe mir dann aber gedacht, ich stecke jetzt eh zu tief drin und 25 Euro, echtes Geld. Gab's nicht auch mal YouTuber, die Gewinnspiele vorgetäuscht haben, um erfolgreich zu werden? Ja, ich möchte keine Namen nennen. Wären das Risiko doch wert. Nach bisschen weiter überlegen, meinte ich dann, jo, können wir machen. Ob das ein Fehler war, sehen wir erst später. Der nächste Tag hat dann begonnen. Ja, klar, war's ein Fehler. Hat mich direkt gefragt: Hallo, Holzkopf, hallo, bist du schon fertig? Er war schon richtig ungeduldig. Ja, chill mal, ich muss noch ein paar Sachen fixen. Es ist mega aufwendig. Hoffe, es wird dir aber gefallen. Aber wo ist jetzt endlich das Geld? Ja, ich muss es noch holen gehen. Warte kurz, bin gleich wieder da. Hoffentlich funktioniert das heute. Ich habe dann gewartet. Hallo? So, da bin ich wieder zu Hause. Oh, hast du es jetzt? Vor allem, sie wickeln die Geschäfte einfach so auf dem Spielplatz ab, ne? So in der Art. Also kann ich zuerst das Intro sehen? Das schon wieder. Ja, hier ist es. Er hat es sich angeschaut und fand es richtig... Hoffentlich hat er... Mann, was erzähle ich denn hier für eine Scheiße, Alter? Warum hat er denn nicht einfach Wasserzeichen reingemacht und die erste entfernt, wenn er das Geld bekommen hat? Das wäre sinnvoller gewesen. Nicht gut. Bro, nice. Du bist so ein Ehrenmann. Einfach heftig. Du richtig Danke. Fett übers Bild ziehen. Und wo ist jetzt das Geld? Ach so, ja. Ich konnte mir keine holen. Was? Was hast du denn dann sonst gerade getan? Sorry, morgen, okay? Versprochen. Wie viel waren es nochmal? 10 Euro? 15 Euro? 25. Oh, okay. Ja, morgen. Und weg war er. Und dann. Warum eigentlich? Ich gehe mal davon aus, wenn du so ein großer YouTuber bist. Ja, so ein riesengroßer mit 1 Million oder so. Da kriegst du doch auch genug Geld. Ausgenommen, das sind halt alles nicht deine Videos, sondern du lädst einfach irgendwo welche runter und lädst die wieder hoch. Dann natürlich nicht. Aber so gehe ich mal davon aus, man verdient dann einen Haufen und was sind dann schon 25 Euro? Nächsten Tag hat er nicht mehr geantwortet. Und die ganze Woche auch nicht. Hallo? Er hat mich blockiert.
Ich habe mich wirklich nochmal scannen lassen. Aber mir war schon davor klar, dass das passieren könnte. Und ich habe meine Rache schon vorbereitet. Und ich wusste auch genau, wie ich ihn wieder kontaktieren könnte. Denn ich bin erstmal wieder auf den Server gegangen. Einfach die Blockwall umgangen. Der Ort, wo alles begann. Und es gab da einen Skyblock-Spielmodus, wo jeder seine eigene Insel hatte, bauen konnte, in-game Geld verdienen konnte und handeln konnte. Und irgendwann war er online. Da steht er. Auf seiner Insel, stolz mit seinem YouTuber-Rang. Und ich stehe hier, bereit, ihn jetzt gleich zu konfrontieren und ohne dem Geld. Und deswegen ist dieses Video gesponsert. Ja, sonst wäre ja diese Konfrontation. Oh mein Gott, was ist denn heute nur los, Alter? In einem Game, von dem ihr wahrscheinlich eh schon gehört habt, Genshin Impact. Es ist eines der beliebtesten Spiele der letzten Jahre. Viele World war Art echt cool, aber was mich halt wirklich genervt hat, dass ich so lange warten musste, bis endlich das Kapitel weiterging. Das hat mich so genervt. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und habe es bis heute halt einfach nicht weitergespielt, weil es halt so lange gedauert hat, bis endlich die Story weiterging. Und irgendwie erhöht sich mein Level nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich mache und mache Power-Up, meine Rüstung und so. Aber mein Level geht halt einfach nicht höher als hier dieses Weltlevel, was ich glaube. Mark hat jetzt keine Chance mehr, mich zu ignorieren. Level. Ich habe dann erstmal normal versucht, ihn zu erreichen. Also in Minecraft privat geschrieben. Hey, willst du mir vielleicht mal antworten? Du hast mich einfach so gescammt, hä? Kein cooler Move, Mann. Kein cooler Move. Aber keine Antwort. Dann habe ich auch in den öffentlichen Chat geschrieben. Oh. Hey, Mark, antworte mir mal in meinen DMs. Wir haben miteinander noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich glaube, ich habe das wirklich so formuliert. Aber er hat auch da nicht geantwortet. Enttäuschend, aber ich war nicht überrascht. Ich wusste aber, dass er eigentlich online war. Und er hatte letztens was hochgeladen und viele YouTuber mögen halt ihre Fans. Deswegen kam ich einfach mit meinem zweiten Account auf den Server. Der gute X-Vortex oder so. Hey, bitte antworte mir. Ich bin ein großer Fan. Ich liebe dein letztes Video. Ich liebe dein letztes Video. Er hat wirklich geantwortet. Yo, danke. Hey, kann ich deine Insel besuchen kommen? Ich will vielleicht auch handeln. Ja, klar, komm her. Er hat angebissen. Wir haben halt ein bisschen normal geschrieben. 8 Dias für 48 Eisen? Du hast echt coole Angebote hier in der Base. Haha, danke. Warum antwortest du Holzkopf nicht? Hä, warum interessiert dich das? Und warum hast du ihn gescammt? Oder willst du mir wirklich noch die Passive-Karte holen? Ha, du bist doch safe Holzkopf selbst. Oh Mann, wie dumm. Ja? Ja, das bin ich. Also, was hast du zu sagen? Du wolltest mich ignorieren, aber jetzt habe ich dich. Der kann doch einfach wieder ignorieren. Du bist so ein schlechter Schauspieler. Du bist ja in Wirklichkeit Holzkopf. Ich hab dich durchschaut. Hä? Wie dumm muss man sein, Alter? Er war anscheinend trotzdem gut genug, dass du antwortest. Also, was hast du zu der Sache zu sagen? Hab das mit dem Geld nur ganz vergessen gehabt. Wupsi. Wow, ich habe ihm eine Chance gegeben, sich für seine Lügen und sein Ignorieren zu entschuldigen. Aber nein, er macht genau das gleiche wie davor. Er lügt nochmal und ignoriert mich jetzt wieder. Und dazu hat er sich noch irgendwie smart gefühlt. Ich war mad. Aber zum Glück hatte ich noch einen anderen Plan. Lasst es mich erklären. Ihr wusstet ja, ich habe ihm ja das Intro einfach so gegeben, bevor er mir das Geld gegeben hat. Und wurde dann so gescammt. Ich bin das Risiko am Ende, aber nicht einfach nur eingegangen, weil ich dumm bin. Ich habe nämlich das Intro selber auf einen privaten Kanal hochgeladen, bevor ich es ihm geschickt habe. Denn ich habe mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Im Fall, dass er mich nicht scammt, ist eh alles gut und dann ist es egal. Aber im Fall, dass Mark mich von Anfang an scammt, mit dem Messer, Alter, mein Ass im Ärmel gewesen. Denn er hat das Ass auch in der Hand. Hatte seitdem ich blockiert wurde, zwei Videos auf seinem Kanal hochgeladen, in denen mein Intro drin war. Und weil ich YouTube beweisen konnte, dass mir das Intro gehört und ich Mark nie das Recht gegeben habe, es zu benutzen, habe ich seinen Kanal striken lassen. Mann, krass, Alter, krasser Move. Junge, so, auf die Idee musst du erst mal kommen, ne? Das ist eigentlich eine schlaue Idee, das Intro vorher hochzuladen und dann zu sagen, hier, das ist meins. Klar, du hast ja nie was mit hingegeben, was nachweist, dass das Intro wirklich nur für dich ist und du alle Rechte dran hast. Ha, sehr gut. Nur striken lassen, nicht zerstören. Leider nicht genug, damit er gelöscht wird, aber dass es weh tut. Und nur wenige Tage später... Ja, denn diesen Schmerz hast du immer in deinem Kanal stehen. Hast du einmal eine Verwarnung, steht die für immer und ewig, also das ist ja nur eine Warnung, das erste, aber die steht dann für immer und ewig in deinem Kanal drin. Das finde ich ein bisschen blöd. Du bist dann halt wirklich gebrandmarkt.
Ja, obwohl er mich schon wochenlang ignoriert hat. Aber dieses Strike-System von YouTube ist ja sowieso nicht gerade das Beste. Er dann doch plötzlich auf Skype zurück. Mit einer billigen Ausrede, wieso er angeblich das Geld nicht geben konnte. Und einem, also, kannst du bitte die Strikes entfernen? Ich würde nein sagen. Ich geb dir auch morgen das Geld. Jetzt kommt schon wieder das Morgen. Ey, da kannst du gleich nochmal striken, oder? So sagen, ja, YouTube, der wollte mich dafür bezahlen, dass ich Strike entferne. Aber das ist nicht das einzige Mal, wo ich von einem YouTuber abgezogen wurde. Ich wurde nämlich von einem mittlerweile 1 Million Abonnenten großen YouTuber gescammt. Oh und mein mir Gott. Wurden mal 800 Euro versprochen. Ach, das und war was mal. Mit denen Ach, passiert ist, seht ihr in diesem Video. Hab ich das geschaut? Muss ich mal gucken, auf jeden Fall, das war cool interessant. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.